Guten Morgen zu Tag 2 der 90s Cruise Volume 3 an Bord von Aida Luna. Nachdem es gestern ja ein bisschen länger ging, sieht man glaube ich auch an meinen Augenringen, geht es heute bei Sonnenschein in Richtung Göteborg. Das ist die zweitgrößte Stadt Schwedens. Soll sehr, sehr schön sein. Ich war bis jetzt noch nicht hier. Heute erwartet uns ein zweigeteilter Tag. Dazu dann später mehr. Da ihr es ja in meinem Gesicht seht, die Sonne geht langsam auf, deswegen will ich mich schnell rausmachen, Sonnenaufgang einfangen. Danach geht es zum Frühstück ins Weite Welt Restaurant und dann melde ich mich nochmal bei euch, wenn wir dann in Göteborg angekommen sind. Denn ja, da steht heute ein Ausflug und ein bisschen was auf eigene Faust an. Also schön, dass ihr dabei seid. Los geht's. So, jetzt schauen wir uns noch das Frühstücksangebot auf Aida Luna, speziell in den Buffet-Restaurants an. In den Bedienrestaurants könnt ihr natürlich auch frühstücken, das zeige ich euch allerdings erst im nächsten Vlog. Natürlich dürft ihr euch ja in den Buffets auf eine gute Auswahl an Brot und Brötchen freuen, die ihr dann mit warmen und kalten Beilagen ergänzen könnt. Frisch sei in allen Variationen wie beispielsweise Spiegel und Rührei und auch eine Omelettstation stehen für euch bereit, genau wie Wurst, Käse und verschiedene Aufstriche in den unterschiedlichsten Variationen. Wer es lieber süß am Morgen mag, der kann sich auch ein paar Pancakes auf seinen Teller laden oder aber am Obstbuffet bedienen. Müsli gibt es natürlich auch mit Joghurt, Quark und diversen Milchsorten für euch. In zwei der drei Buffet-Restaurants könnt ihr sogar in den Außenbereichen frühstücken, wenn es das Wetter dann zulässt, und so dann perfekt in den Tag starten. Im Übrigen ist es egal, in welchem der drei Buffet-Restaurants ihr zum Frühstück geht, alle Restaurants bieten mehr oder weniger exakt das gleiche Angebot. I'm sorry, I let you down. I said something that I never should have said. And I know you're hurting. But I've been somewhere else. I closed my eyes and all I ever saw was her. And my head was burning. And it's not okay, it's not alright. But I can't take it back. I just tried to feel something I only felt when we started drinking. I know it isn't fair, cause I've been selfish and I wasn't thinking. Cause I still loved someone else. I just tried. So, das war jetzt die Einfahrt in den Hafen von Arendal. Ja, richtig gehört, wir liegen nämlich nicht direkt in Göteborg, sondern etwas außerhalb. Das heißt, wenn ihr nach Göteborg wollt, müsst ihr einen Shuttlebus nutzen. Der kostet, ich glaube, 18 Euro die Fahrt hin und zurück. Ich hatte mich jetzt für einen zweigeteilten Tag, wie ich vorhin schon gesagt habe, entschieden. Das heißt, der Tag beginnt jetzt mit einem AIDA-Ausflug. Da geht es mit dem Amphibienfahrzeug zu Wasser und an Land entlang der Hauptsehenswürdigkeiten Göteborgs. Klang interessant, will ich mal ausprobieren. Ich hatte ja sowas Ähnliches schon mal in Rotterdam gemacht. Und dann den restlichen Nachmittag will ich auf eigene Faust in Göteborg verbringen. Soll ja einen sehr, sehr schönen botanischen Garten dort geben und auch eine tolle Markthalle. Der botanische Garten gilt sogar als einer der schönsten und größten in Nordeuropa. Also bei dem Wetter heute kann das ja eigentlich nur passen. Schwedischer Spätsommer hier im September. Was will man mehr? Deswegen packe ich jetzt meinen Rucksack fertig, nochmal die Akkus laden der Kamera und dann geht's auf nach Göteborg.
let's see what I see. Lonely nights overcome. You'd be proud, yeah, believe me. You'd be proud. Child, you've already won. Yeah. There's nothing you could do to keep my heart. Das war jetzt ja die kleine Tour mit dem Amphibienfahrzeug. Da im Hintergrund seht ihr das gute Teil nochmal im schönen High-Look. Also sieht gefährlicher aus, als es ist. Hat Spaß gemacht, war auf jeden Fall spaßiger als damals in Rotterdam, würde ich sagen. Ihr fahrt an einigen Sehenswürdigkeiten hier vorbei. Durch die Kanäle natürlich leider nicht. Das hatte ich vorher eigentlich gedacht, dass man da durchfährt, aber dafür ist das Fahrzeug natürlich auch zu hoch. Es geht auf dem Fluss, fährt man aber auch schön unter einer Brücke durch. Und jetzt bin ich ja am Gustav-Adolf-Platz. Das ist auch der Ausgangspunkt dann, wo der Shuttlebus von AIDA hält. Hier können wir dann individuell nachher zurückfahren zum Schiff. Ist also ganz praktisch, dass man da jetzt nicht direkt zum Schiff zurück muss und dann wieder zurück in die Stadt fahren muss mit dem Shuttle, sondern man kann es gleich individuell hier regeln. Das Ganze mache ich jetzt auch. Ich mache mich jetzt auf zur Altstadt, zur Haga und dann zum Botanischen Garten. Ja, Wetter weiterhin schön, also geht's los. Wir erkunden jetzt Göteborg. Ja gut, 25 Minuten Fußmarsch später bin ich angekommen in der Haga. Das ist die Altstadt bzw. das traditionelle Viertel hier in der Stadt. Und wie ihr schon sehen könnt, wirklich sehr, sehr schön. Viele kleine Cafés, Restaurants, Bars und auch ja, Souvenirläden. Und was auch sehr gut ist, das hier hinter mir, das Café soll ein kleiner Geheimtipp sein, denn da gibt es leckere Zimtschnecken. Preis auch absolut okay, umgerechnet jetzt ungefähr 4,80 Euro habe ich dafür bezahlt. Es gibt auch riesige Zimtschnecken, aber da hätte man wahrscheinlich 3000 Kilokalorien dann gehabt. Deswegen mache ich jetzt live für euch einen Test, ob es schmeckt, ob es sich lohnt, dass ihr auch mal herkommt. Ja, kann man machen. So, jetzt geht es hier ein bisschen weiter. Lecker essen und dann auf in Richtung Botanischen Garten. Nächster Tagespunkt hier in Göteborg ist erreicht. Ich bin im Botanischen Garten, der wirklich riesig ist. Also hier könnt ihr viel, viel Zeit verbringen. Oder ihr macht es wie der Herr da hinten und rast mit eurem Scooter hier lang. Also jedenfalls eine sehr, sehr schöne angelegte Parkanlage, gerade für Familien sehr zu empfehlen. Vieles ist ja ebenerdig gebaut, allerdings habt ihr auch ein paar Anstiege dabei. Also wenn ihr es ein bisschen sportlicher wollt, könnt ihr da auch ein bisschen ja, kraxeln. Für Kinder ist auch einiges vorhanden. Es gibt Cafés, Spielplätze, auch ein Ponyreiten. Ja, so ein kleiner Bereich ist hier. Allerdings jetzt, weil Ende September ist, ist das nicht mehr ja, möglich gewesen. Im Sommer sicherlich verfügbar. Aber wirklich sehr, sehr schön und halt kostenfrei besuchbar. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, gerade wenn ihr auch nach Haga geht, in das Altstadtviertel, dass ihr das miteinander verbindet. Ja, sehr, sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. Das nächste Ausflugsziel hier in Göteborg ist erreicht und ihr seht es im Hintergrund, könnte eine Kirche sein, ist tatsächlich auch eine, nämlich die Fischkirche. Und ja, Fischkirche klingt dann auch wieder ein bisschen merkwürdig. Es ist wohl eine ehemalige Kirche, die zu einem Fischmarkt umfunktioniert wurde. Das heißt, im Inneren habt ihr jetzt mehrere kleine ja, Fischbistros, in denen ihr speisen könnt.
Geruch ist natürlich dann nur was für Fischliebhaber. Ich fand es jetzt nicht so angenehm, da ich ja nicht so gerne Fisch esse. Aber ihr habt dann auch die Möglichkeit, hier draußen auf so einem großen Boot direkt am Kanal zu essen. Also gerade bei solchem Wetter wie heute richtig toll. Zusätzlich habe ich jetzt noch gesehen bei Google Maps, dass hier noch eine andere Markthalle ist. Da werde ich auf dem Rückweg auch nochmal vorbeischauen und einfach ja die Liegezeit jetzt noch ein bisschen ausnutzen, weil es wirklich so schönes Wetter hier heute ist. Also 1A. Wo der Ausflugstag hier in Göteborg begann, hört er auch auf für mich. Ich bin jetzt wieder am Gustav-Adolf-Platz angekommen. Gerade war ich noch an den Salo-Markthallen. Also wer keinen Fisch mag, dort gibt es dann auch einige Alternativen. Eine sehr, sehr schön gestaltete Markthalle mit viel Auswahl, Restaurants ringsum und auch innerhalb der Markthalle viele Spezialitätenläden und auch kleine Bistros. Sehr zu empfehlen. Ich habe mir auch gleich nochmal eine Zimtschnecke gegönnt. Also war ein sehr kalorienlastiger Tag, aber ja. Hat sich gelohnt, viele Schritte zurückgelegt. Göteborg ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt, also ganz toll zum Spazieren. Kann man alles sehr gut auf eigene Faust hier machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Straßenbahn nutzen oder die Busse, um voranzukommen. Allerdings zu Fuß ist auch kein Problem. Wenn ihr jetzt mit dem Kinderwagen unterwegs seid oder so, ist es vielleicht ganz hilfreich, einen Bus zu nutzen. Ansonsten wirklich sehr, sehr schön und sehr zu empfehlen, hier einen Tag auf eigene Faust zu verbringen. Mir hat es super gut gefallen und weil die Frage auch oft kommt, Geld wechseln müsst ihr jetzt nicht hier in Schweden, also ist alles sehr bargeldlos gehandhabt hier. Also wenn ihr zum Beispiel eine Kreditkarte habt oder ein Apple Pay System über euer Smartphone, ist das super möglich und sehr, sehr einfach. Kann ich absolut empfehlen. Ja, ich werde mich jetzt nach da hinten machen. Dort steht der Shuttlebus zurück zum Schiff. Und ja, da steht dann heute sicherlich auch noch mal ein sehr abwechslungsreicher Abend auf dem Programm mit der Fortsetzung der 90s Cruise. Aber wie gesagt, Göteborg hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ein ganz, ganz tolles Städtchen und ja, macht neugierig auf mehr hier in Schweden auf jeden Fall. So, wir machen uns jetzt zurück zum Schiff. Ich brauche eine Dusche. War dann doch heute wärmer als gedacht. Zurück an Bord von AIDA Luna. Ja, nach einem wirklich sehr, sehr schönen Tag hier im schwedischen Göteborg. Ich hatte jetzt tatsächlich noch ein, zwei Stunden die Augen zugemacht und ja, noch ein bisschen mich erholt vom Ausflug heute. Jetzt geht es allerdings gleich noch zum Abschluss des Videos ins Restaurant. Ich will mal das Best Pizza on Sea ausprobieren. Früher hieß das, glaube ich, Pizzeria Mare hier an Bord. Wurde dann ein bisschen umgestellt, das heißt, hat so ein bisschen Anleihen zum Best Burger als Ziel. Das heißt, ihr werdet am Platz bedient, könnt euch eure Pizza aussuchen, die ist auch im Reisepreis inklusive. Allerdings müssen die Getränke dann da bezahlt werden. Zusätzlich zum normalen Programm gibt es dann noch wechselnde Tagespizzen. Und ja, ihr hört es vielleicht auch außen, da werden wir noch verabschiedet vom zum schwedischen Musikverein. Werde ich vielleicht gleich hier noch ein paar Szenen einblenden parallel. Wenn die noch spielen, wenn ich gleich wieder rausgehe. Und dann steht heute Abend dann noch ein bisschen Party auf dem Pooldeck an. Ja, aber ich würde sagen, ich verabschiede mich für dieses Video schon mal bei euch. Danke, dass ihr ja in Göteborg mit dabei wart. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Ausflugstipps für das schöne Städtchen geben. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Wetter war Bombe. Und morgen steht dann ja der zweite Seetag der Reise an. Sicherlich auch nochmal mit schönem Programm. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was morgen alles so passiert. Deswegen gibt es für euch jetzt noch ein paar Impressionen hier vom Schiff, vom Abend und natürlich auch vom Sailway. Ich hoffe, es ist nicht ganz zu dunkel dann, wenn wir jetzt ablegen in einer halben Stunde. Aber kriegt man schon alles hin. Also danke fürs Einschalten und es geht jetzt noch ein bisschen weiter. I don't usually